Hallo Kinder, willkommen in der ersten Klasse. Das ist nicht schön, ey. Ich mach hier, was ich will. Parkiert, du Nerd. Es ist Zeit zu prüfen, wie gut ihr das Alphabet wisst. Hört sofort auf, Kinder. Okay. Mit wem soll ich anfangen? Ich will aber nicht. Ich werde mich erstatten. Also versteck dich nicht. Wir fangen mit dir an. Ich will aber nicht. Warum immer ich? Also Stas, du bist in der ersten Klasse. Fangen wir an. Okay, aber zuerst heiße ich nicht das, sondern Stas, Mann. Okay Stas, ich fange bitte an, das Alphabet aufzusagen. Okay, ich sag's euch jetzt. A, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, X, Y oder so. Wie ist das? Bravo Stas, es gab natürlich Fehler, aber das ist okay. Lerne bitte noch. Oh, okay, ich hab's verstanden. Wer will auch das ABC aufsagen? Ich. Nein, Timon, Odyssee, sag es mit auf. Okay, A, B, 90, 3, O. Okay, vergiss es. Lass lieber Marie antworten. A und B und C und D und E und F und G. Toll, hast du so ein Flugzeug gebaut? Ja. Lass uns hier auf unseren Nerd-Timon abschließen. Ja, ich werde jetzt nicht abzählen. Ja. Eins, zwei, drei. Wer war das? Sie haben es getan, ich bin mir sicher. Nein, Maria hat's gemacht, hier. Ja, sie doch. Ich bin mein Aufkleber. Jungs, ihr seid schon in der dritten Klasse. Könnt ihr mal ein bisschen erwachsen? Okay, wie Sie meinen, Herr Lehrer. Wenn ihr euch für so cool haltet, dann lasst das zuerst aufstehen. Okay, Mario. Was soll ich jetzt tun, Herr Lehrer? Multiplikationstabelle mit 4. Leicht ist das. Schaut mal. 1 mal 4 macht 4. 2 mal 4 macht 7. Einfach schrecklich. 3 mal 4 macht 13. 4 mal 4 macht 15. Und 5 mal 4, ganz einfach, das ist ganz einfach. Es macht 22. Richtig? Das ist so einfach, Leute. Ich habe das schon seit langem gelöst. Das ist schrecklich. Setz dich hin. Komm morgen mit deinen Eltern. Ich werde mit ihnen reden. Dann fangen wir mit dir Nachhilfeunterricht an. Den bist du sehr weit zurück. Jetzt geh an die Tafel, Rotkäppchen. Echt? Gut, Mann. Na los, rechne, zeig mal. Okay, ich glaube, ich kann es. Das ist also A, das ist B, das ist C, das ist D und W. Richtig? Setz dich wieder hin, mein Junge. Setz dich hin, mein Herz tut weh. Ich kann so nicht weitermachen. Timon, geh bitte schneller. Ja, Leute, ja, ich komme. Nimm die Kreide. Das ist ganz einfach. Das macht 4, 8 und 12, ja. Gut gemacht. Und 16 und 20. Bravo, gut gemacht, mein Junge. Seht mal, er ist ein ausgezeichneter Schüler. Gut gemacht, Timon. Setz dich hin. Heute bist du der beste Schüler der Schule. Heute haben wir Geografiestunde. Sag mir, 5 Länder mit dem Buchstaben M. Manu, warum wählt man mich immer für so schwere Fragen denn aus? Ich hoffe, du bist klüger geworden und kannst richtig antworten. Okay. Das ist also Malta, Montenegro, mit Deutschland, mit Italien und mit Griechenland. Was? Hab ich was falsch gemacht, Herr Lehrer? Nicht nur etwas, du hast fast alles falsch gesagt. Na gut, Mann. Herr Lehrer, darf ich antworten? Los, Timon, antworte. Mongolei, Malaysia, Mosambik, Marokko und Mauretanien. Oh, ich kann noch mehr sagen, soll ich? Bravo, bravo, genug. Das hast du gut gemacht, mein Junge. Siehst du, er ist ein guter Schüler. Er macht Hausaufgaben, er liest. Was machst du denn? Raus aus dem Klassenzimmer. Komm morgen mit deinen Eltern wieder. Raus aus dem Klassenzimmer. Na gut. Hey Freunde, wie ihr sehen könnt, bin ich ein sehr guter Schüler. Und ich kann mein Geheimnis mit euch teilen. Ich habe gerade meinen Lieblingskanal abonniert. Also ihr, die meine Videos sind, abonniert unseren Kanal. Und ihr werdet sehr gute Schüler sein. Lest mehr und hört euren Eltern zu. Herr Zybrow, bist du bereit, den Lehrer verrückten Stress zu spielen? Ja. Jetzt werden wir die Knöpfe auf die Schuhe anbringen. Hm?
Alles klar, unser Streich ist endlich fertig. Warte, bis er sich draußen ist. Ja, komm schon, komm, lass es abhauen. Komm, los geht's, schneller, schneller. Ja, toll, jetzt werden wir nur noch abwarten. Later. Hallo Kinder, wie geht's es euch? Warten Sie. Ruhe, lass uns mit dem Unterricht beginnen. Nein, hört Sie zu. Was ist los, Dimon? Was willst du? Jemand hat einen Prank gemacht und Knöpf an ihren Stuhl angebracht. Was ist das? Wer hat diese Knöpfe hier angebracht? Da! Das waren Stas und Odyssee. Nein, das ist eure Schuld, Mann. Ihr habt sie dort angebracht. Du hast den Streich gespielt. Nein, Stasik und Odyssee waren es. Dimon hat gelesen und ich habe Selfies gemacht. Also ihr, Stas und Odyssee, raus aus dem Klassenzimmer sofort. Meine Leute, das ist eure Schuld. Ihr seid hinterhältig. Los, raus aus der Klasse. Ja. Freunde, wir schreiben gleich einen Test und ich habe Spitzzettel auf meine Brille geklebt. Ich setze sie jetzt gleich auf und ich kann alles richtig schreiben. Freunde, seht, ich habe alle meine Spickzettel hier hingelegt und bin bereit. Oh nein, Freunde, ich habe meinen Spickzettel in meine Kappe versteckt. Hier sind sie. Ich bin sicher, dass ich für diesen Test ein Eis bekommen werde. Freunde, ich habe mich vorbereitet, also werde ich auf jeden Fall ein Eins bekommen. Ich bereite mich immer vor. Hallo Leute, seid ihr bereit für den Test? Ja! Nehmt bitte! Also, wir fangen gleich an! Macht euch bereit! Ich hab mich schon vorbereitet! Der Lehrer wird gar nicht merken, dass ich schummle. Herr Lehrer! Jemand hat ein Spickzettel und schummelt hier. Das darf man nicht. Was sagst du da? Wirklich? Ja, Maria hat die Spickzettel in ihren Ordner gelegt. Das hat sie in eine Brille gekippt und sie hat sie in der Kappe. Wirklich? Mal sehen. Was ist das, Maria? Ich hab aber wirklich nichts. Was ist das? Seid ihr verrückt? Ich hab hier Kacke gemalt. Und zwar in das Gesicht vom Lehrer Raphael. Was hast du für ein Prank gemacht? Hey, Odyssee. Komm, ich zeig es dir. Schau, der Lehrer wird es von der Tafel abwischen wollen und ich werde einen Superkleber auf seinem Schwamm geben, Mann. Ja, Glück. Ja, okay, los geht's. Komm schon. Okay, fertig. Es klingelt an sie! Setz dich hin! Aber versteck du den Kleber! Hallo Jungs, wie geht es euch? Gut. Hallo! Hoppala! Er sieht mir sehr ähnlich! Nicht wahr? Und das ist eine Kacke? Eine Kacke? Und ich? Wer hat das gemacht? Ihr werdet bestraft! Erst radiere ich das aus und dann werdet ihr den Test schreiben! Warum ist das geklebt? Ihr seid die schlechtesten Schüler der Welt! Ihr müsst wieder in die erste Klasse zurück! Hey, nein, nicht in die erste Klasse! Ist der verrückt? Wo ist meine Schuld? Mann, oh Leute! Freunde, ich hoffe, ihr seid gute Schüler und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann setzt uns einen Like, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und bis bald!